Hallo zusammen, es ist Mittwochmorgen, es ist der 21. April, 9.35 Uhr und ich wollte mal einen Schnellclip zu Gold machen, weil da fällt mir ein bisschen was auf. Das wollte ich mal kundtun. Zum einen, das ist jetzt der Chart hier auf Tagessicht, eine Kerze, ein Tag. Ich habe den hier oben gezogen, diesen Trendkanal hat hier unten seine Berührungspunkte. Wir haben einen Doppelboden hier, wir haben einen Doppeltop hier. Hier bei der, Moment, ich mache mal das Fadenkreuz rein, bei der 1960. Wir sind an der oberen Begrenzung von diesem Trendkanal. Jetzt wird der eine oder andere sagen, den haben wir aber da schon gebrochen. Dadurch, dass wir so schnell wieder reingegangen sind, bin ich der Meinung, und ich mache das so, jeder macht es anders, dass wir diesen Trendkanal so beibehalten können. Wir haben also hier einen Doppelboden, der ist bei 1679, sagen wir mal 1675, um es ein bisschen zu runden. Und wir haben jetzt hier in dem Bereich von 1795, knapp vor der 1800, die obere Begrenzung. Von der Technik her sind wir noch positiv hier über das MACD, da ist nichts. Und wir beginnen leicht negativ zu werden über die Stochastik. Ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass wir mit diesem Trend hier oben ein bisschen rumschmusen, aber dann, dass wir nochmal runtergehen auf die 20-Tage-Linie, diese im Moment bei 1740 und steigt leicht an. Also ich glaube, da kommt noch einmal so eine Korrektur hier runter. Ich glaube allerdings nicht, dass wir A, so weit hier runtergehen bis zur 1675 und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir die 1724 nochmal sehen. Also ich werde recht positiv für das Gold und ich wollte es auch nochmal die Begründung zeigen in der Woche. Das ist jetzt der Wochenchart. Das ist alles in Ordnung über den Trendfolger. Das ist alles in Ordnung über den Oszillator. Das passt. Und wir sind an, das ist der erste Widerstand, an der 20-Wochen-Linie. Die ist bei 1797. Ich glaube nicht, wir haben mit der schon ein paar Mal gespielt, ich glaube nicht, dass wir die überbieten werden. Nochmal, ich rechne kurzfristig damit, dass wir irgendwann mal in den Bereich 1740 gehen. Ich gehe mal zurück zum Tag. Das ist hier. Ja, 1740 ist die 20-Tage-Linie, leicht steigend. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wir nehmen diesen Trend relativ zügig raus und finden uns dann irgendwann an der 200-Tage-Linie wieder irgendwo 1856. Also ich werde positiv. Für den Fall, dass wir nochmal runtergehen, habe ich einen Schein genommen, der hier unten drunter liegt. Ja, momentan ist es dieser hier, 1669,20. Das ist ein 15er Hebel. Das wäre die Kennnummer GC130R. GC130R. Den kaufe ich nicht heute hier und jetzt. Da warte ich einfach, bis wir in Richtung 20-Tage-Linie sind. Und dann fange ich an. Der gefällt mir ganz gut. Vom Short her muss ich ihn eigentlich hinter die 200-Tage-Linie legen. Wer also jetzt versucht, diese 50 Punkte nach unten mitzumachen, ich werde es nicht tun. Das ist ein Schein, der jetzt muss also über der 1857 liegen. Und da kann ich gleich den hier nehmen. Das ist auch ein 15er Hebel. Das ist ein 1910er. Unlimitiert, also Open-End-Schein von Goldman, das ist die GH4F7Q. Also ich finde, das Gold lässt sich immer besser handeln und scheint wohl die Bodenbildung abzuschließen oder abgeschlossen zu haben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.